It's me, Feuerstachel. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 im 200 CCM Modus. Und wir sind beim letzten Grand Prix angelangt, vom zweiten DLC sogar, den Glockencup. Cooper Großstadtfieber, Partystraße, Marios Metro und Big Blue. Und wir wollen den Part natürlich sofort starten, deswegen auch Grand Prix starten. So Leute, jetzt haut's ordentlich rein, es fetzt so richtig. Das ist wahrscheinlich der, was heißt, das ist der letzte Part dieses kleinen Let's Fail 200 CCM von Mario Kart 8. Bis jetzt, wenn neue Parts rauskommen, also neue DLCs, werde ich natürlich meine Let's Plays auch aufstocken. Das heißt, der normale Let's Show DLC, also die Let's Shows von den DLCs wird aufgestockt mit zwei Parts im 150er Modus. Und dann wird hier im 200 CCM auch noch zwei Parts davon folgen. Das heißt, Nintendo, Appell an euch, macht neue DLCs. Ich finde die richtig geil, weil schaut euch die Strecken hier mal an. Wirklich, die sind nice. Wirklich richtig. Ja, wenn man nicht runterfällt. Ich bin gerade etwas abgelenkt gewesen, weil, ja, hallo, die Strecke hier ist wirklich ziemlich rasant. Also das hat rasante Kurven. Da muss man immer schon ein bisschen vorher einlenken. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht rausfliegt. Das ist eigentlich das größte Problem hier. Komm, jawohl. Da hat die echt eine Bombe geschmissen. Ja gut, hier. So. Und hier bitte. Dankeschön. Gute Sache. Guter Bur, guter Bur. Gut, hier geht es. So. Jawohl. Und hier muss man etwas bremsen. Hier auch. Und hier auch. Ja, aber der Drift gerade eben war nicht ganz so gelungen. Naja, was soll's. Wir packen erstmal ein paar Bananen weg. Und ab nach unten. Och nö. Leute. Das ist nicht euer Ernst. Vierter Platz in der letzten Runde. Oh weia, das kann das werden. Komm, Leute. Nö. Ja, der schlägt ein. Der schlägt ein, jawohl. Und so leicht wird man Erster. Das kann auch ein Video werden, how to get to the first place. Einfach einen blauen losschicken und du bist Erster, Leute. Wirklich, ohne Scherz. Wenn du dann Erster bist, dann ist ein Blau natürlich nicht mehr ganz so vorteilhaft. Aber gut, vom Sinn her schon. So, ja, jetzt müssen wir nur noch Waluigi einholen, aber das dürfte kein Problem sein. Hau raus! Nein! Das hat den außerhalb von dem Ding erwischt. Och Mann. Naja, nächstes Rennen, Leute. Zweiter Platz ist ein ganz akzeptabler Start. Auch wenn der erste natürlich besser wäre, aber zweiter ist nicht ganz so schlecht. Ich glaube, ich muss mal näher ans Mikro ran, sonst versteht man mich nämlich ganz, nicht ganz so gut. Deswegen, jo, näher am Mikro ran. Fertig. Weiter geht's mit der Partystraße. Die finde ich eigentlich richtig genial gemacht. Bing, bing, bim! So, weiter geht's. Oh, 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 oh. Wuhu! Und den schnappe ich mir mal kurz. Ja, klar wusste der, dass ich wie eine rote habe. Und hat natürlich abgeblockt. Ja, klar hat er das. Warum auch nicht? Also, das macht doch jeder normale Mensch. Der sieht es auch voraus, logisch. Man könnte die Computer die Gegner nicht irgendwie dümmer machen, das wäre dann schön. Das wäre schon schön. Ja, und der gerade eben hat es natürlich gepackt. Nö, der hat es auch nicht gepackt. Okay, ich nehme es zurück. Ich bin doch nicht ganz so schlecht. Weil die anderen packen es ja anscheinend auch nicht, aber das ist ein Computer. Warum packen die Computer das eigentlich nicht? Die müssen doch eigentlich so programmiert sein, dass sie es auf jeden Fall packen. Weil, hallo, 200 CCM, das ist schon schwer. Oh, ich finde 200 CCM aber richtig gut. Und mittlerweile hat man sich da auch schon dran gewöhnt ein bisschen. An die rasante Action hier. Woohoo! Man muss hier aber echt manchmal wirklich bremsen. Und wir sind sogar Erster. Jawohl. Und da wurden wir einfach mal nach oben gepusht. Jo, gut, zumindest wurden wir nicht, sind wir nicht abgestürzt, also passt es schon. Vorwärts. Jawohl. Vollgas, Leute.
Och nee, komm bitte. Weg da, raus da, genau. Komm, blauer Panzer bitte. Kann auch etwas später dauern oder etwas länger dauern. Ist kein Problem, Hauptsache der kommt noch vor der Ziellinie. Leute, ihr überholt mich jetzt aber nicht alle, oder? Och nö! Aber schön ins Kart, wirklich. Ja, das ist nämlich so weit. Nach vorne transportiert es auch halbwegs nett. Ist sie mir ernsthaft in meine Grüne reingeflogen? Meine Güte. Och Mann, da wären sie alle drei auf einem Platz gewesen. Hätte ich irgendwie so einen Panzer gehabt oder einen Pilz, dann hätte ich die alle drei überholen können. Die ersten Parts des Let's Plays waren legendär. Was da alles passiert ist. Skill. Zwischen Skill und Fail eben. Skill und Fail, genau. Was da passiert ist, Betrug. Dann habe ich die mal ausgetrickst. Dann habe die mich ausgetrickst, Bombe vor die Nase geschmissen. Ohne Scheiß, das war richtig geil. Jetzt ist irgendwie ruhiger geworden. Finde ich, naja, hat auch was an sich, aber etwas langweiliger. Marios Metro. Bing. Bing. Oh, oh, oh. 200cc im Allgemeinen finde ich wirklich eine gute Neuerung. Und man muss sich vorstellen, wenn man sich jetzt wirklich dran gewöhnt an 200cc, was will Nintendo dann bringen, um wirklich Neuerungen reinzubringen? Bringen die dann irgendwie so 250cc oder so, wo man dann wirklich fast schon fliegen kann? Und da entstehen dann wirklich Flugzeuge, wo man auch auf normaler Strecke fliegt. Ja gut. Die haben hier natürlich so eine Gravitationsengine drin. Zum Beispiel, wenn man hier jumpt, dass man nur eine gewisse Zeit fliegt sozusagen. Je nach Geschwindigkeit eben. Finde ich eigentlich nice gemacht und mal schauen, wie das dann wäre bei 250 ccm oder bei 500 ccm. Weil das sind ja nochmal ein paar Stufen weiter drüber. Das sind ja noch weitere 6 Stufen weiter drüber oder den hier. Das wäre dann schon was. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Ja gut, hier muss man echt manchmal bremsen. Ich versuche natürlich die größte Zeit einfach knaller drauf loszuballern. Weil das funktioniert natürlich auch am besten, wie man gerade sieht, einfach ohne Bremsen drauf losballern. Passt. Aber an manchen Stellen muss man wirklich bremsen, ansonsten kommt man nicht weiter. Jupp, die Banane habe ich gesehen, aber natürlich, ich drifte sofort da rein. Und ich so, na, der liegt eine Banane, ich will die haben. Oh, oh, geownt, Mann. Ja, jetzt sieht es wieder besser aus für mich. Also jetzt stehe ich wieder im ganz anderen Licht da. Im besseren Licht sozusagen. Oh, oh. Aber das kann sich wahrscheinlich auch wieder ganz schnell ändern. Deswegen lehne ich mich mal nicht ganz so weit aus dem Fenster hier raus. Weil das kann sich echt ganz schnell wieder ändern. Und erster Platz, Leute. Gute Sache. Und 36 Punkte. Wir sind aktuell erst Platz 2, aber wir sind gestiegen. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch gut abschneiden, können wir wirklich noch den ersten Platz erreichen. Was natürlich unser Ziel ist. Ja. Mushroom Piston Engines. Coole Sache. Big Blue. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Bing, 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 bing. Ist natürlich auch von F-Zero. New City und das hier sind also an F-Zero angelehnt. Ja gut, schöne Sache. Das ist dann eher so eine Strecke, wo man wieder Runden fährt. New City war ja so eine Strecke, da ist man einfach nur praktisch eine Runde gefahren, die halt in drei Abschnitte geteilt war. Und hier ist es dann wieder anders. Finde ich aber nicht unbedingt schlecht. Ich fand es mit den drei Abschnitten aber richtig geil. Das finde ich allgemein immer geil. So, hier bitte ordentlich pushen. Oh Mann, wie schnell man da vielleicht ist. Wahrscheinlich hat man hier so die Geschwindigkeit von 400 ccm oder so. Finde ich auf jeden Fall nice. Und bei den Dingern kann man natürlich, bei den Dingern eben, die so Regenbogenfarben geleuchtet haben, da kann man immer wieder seine Münzen aufstocken. Das heißt, möglichst lange darin verweilen. Gute Sache. Und hier bitteschön. Pilze, Pilze, Pilze ohne Ende. Pilze ohne Ende. Achso, wir sind in der letzten Runde. Ja, dann geben wir doch mal Gas, Leute. Jawohl, dritter Platz. Das ist also wieder so eine Strecke, die in drei Abschnitte geteilt ist. Okay, cool. Och nee. Ja, da kommt ein blauer. Das heißt, es ist nicht mehr
ganz so unlogisch, dass wir hier vielleicht noch... Nein! Nur Vierter! Er ist vor mir, das heißt, ich werde eindeutig nicht mehr... Wobei... Leute, wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir... Wir sind Zweiter! Grandios. Dann nimmt das Let's Play ja doch einen ganz guten Abschied. Und ich würde sagen, ist der Daumen oben, wird man dich loben. Nur so nebenbei, also ihr möchtet es natürlich nicht ausführen, aber es wäre gut, wenn ihr das ausführen würdet. Ja. Schauen wir das Ergebnis an. Der Silberpokal sieht ganz schön aus. Vom Glockencup, Mario Kart Professional Kart Racing, Disc English Driver. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Jetzt, wenn der Part oben ist, wird wahrscheinlich auch schon bald der erste Part zu Splatoon folgen. Schaut unbedingt vorbei. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat und ihr kein weiteres Projekt mehr von mir verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Geheimtipp von mir, wirklich gute Sache. Und wir sehen uns. See you, Leute. Und haut rein, euer Feuerstachel. Ciao.